Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Und weil sie anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis, aber eine sehr präzise Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Hanilia, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche? In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das ist ein Lagna oder Aszendent. Und das bedeutet, die Schütze war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, hier auf die Erdenleben und begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Das fühlt sich so an, wenn du wie ein Kostüm bekommen hättest. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit, bist du auch ein Kind davon und so bist du auch wahrgenommen. Schütze ist hier im ersten Lebensbereich, das ist dein Aszendent. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Und es zeigt immer Aktivität, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber die Schütze braucht Orientierung. Die Schützegeborenen und auch Menschen mit Schütze-Aszendent sind sehr optimistisch. Aber sie meinen oft, es muss noch etwas Besseres da sein. Und sie sind, und das ist das innere Feuer, auf die Suche. Sie brauchen Orientierung. Und genau das zeigt auch die Schütze. Die Pfeil, die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Das ist die Zentrum und das ist die Wünsche und Bedürfnisse. Und wenn du das als Ziel setzt, dann hast du Orientierung und auch Glück. Immerhin, Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze und das ist schon die Glücksplanet. Weil das beeinflusst auch dein Aussehen, Schütze ist sehr beweglich und liebt Bewegung, auch Reisen, auch Sport. Also ich könnte gut vorstellen, dass du Reisen, Ausland, Auslandskontakte auch wahrgenommen bist und liebst du das auch und auch Sport und Bewegung. Die zweite Lebensbereich hier steht zum Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, hat auch weniger Geld. Und hier handelt es sich auch um Wertschätzung bekommen und Selbstwertgefühl. Und auch anderen Gefühlen wie Verlust, Angst, Schuldgefühl spielt auch eine Rolle, weil das hängt auch mit Finanzen zusammen. Wenn jemand Schuldgefühle hat, dann kommt auch Schulden. Oder wenn jemand Verlustangst hat, dann geht etwas verloren. Manchmal das Geld. Also immer auf den Gefühlen auch achten. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt Wunder. Aber
im zweiten Lebenshälfte. In ersten Lebenshälfte, und damit meine ich die Kindheit und Jugend, ist sehr streng und schränkt auch ein. Und das kann bedeuten, dass du zu wenig Wertschätzung bekommen hast. Oder wenn du was gewünscht hast und wolltest das kaufen, dann waren Einschränkungen da. Steinbock unterstützt dich im zweiten Lebensbereich, deine Finanzen im Griff zu bekommen, damit hier Ordnung herrscht. Sicherheit und Stabilität ist auch Erdeelement, hat mit Materie was zu tun. Die dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an deine Kindheit und Schulzeit. Wie hast du dich da behauptet? Wie warst du wahrgenommen? Wie war das in die Schule? Und diese Erinnerungen bleiben, weil das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben und beeinflusst später dein beruflichen Umfeld. Wie kannst du dich da behaupten? Oder wie gehst du mit Konkurrenten um? Außerdem ein Austausch von Wissen, von Informationen. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann denkt in Zeit voraus, auch schnell. Und das heißt, du hast immer schnell alles begriffen und warst im Gedanken woanders. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Lehrer gesagt hat, du bist doch gar nicht da, du passt gar nicht auf. Dich hat das lang geweilt, weil du hast schneller alles, das Wissen aufgenommen und hast sogar schon Ideen gehabt. Großartige Ideen, das Denkende, die Zeit vorausdenkende. Und die anderen Kinder waren noch gar nicht so weit. Und natürlich langweilt dich das schon. Im vierten Lebensbereich ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das Horoskop immer wieder mit einem Baum. Und hier ist die Wurzel des Baumes. Und es gibt Halt und Sicherheit und Stabilität. Weil hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das sind die Herkunft, die Ahnen, die Traditionen und unserem Zuhause, eine Basis, ein Fundament. Was gibt dir diese Basis? Das zeigt hier die Tierkreiszeichen Fische. Wenn das um deine Wohnsituation handelt, und das gehört auch zu diesem Lebensbereich, dann könnte ich das vorstellen, dass es nicht immer aufgeräumt ist, wie eine Jungfrau das machen würde, aber sehr geschmackvoll. Sehr, sehr geschmackvoll. Das ist irgendwie verspielt, so wundervoll. Das ist schon die Kreativität der Fische, wie ein Traum. Und du verwirklichst auch deinen Traum. Aber wenn das darum geht, dass du Halt brauchst im Leben, Sicherheit, Stabilität, und hier hast du die Fischen, was Wasser ist, ja, wie bekommst du da Halt? Außerdem sind das zwei Fischen. Ja, das sind zwei Fischen in diesem Sternbild und sie schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert unseren Gefühlen. Dein Gefühlszustand ist dein Basis. Das ist die Fundament. Und das, was dir Halt gibt im Leben, wenn du in die eine Richtung orientierst und hast Angst und zweifelst an allem oder bist du unsicher, verlierst den Halt und das blockiert dich. Geh in andere Richtung. Und die andere Richtung ist der Fisch, wo Visionen hat und Träume und glaubt daran. Und Glauben versetzt Bergen. Und vertraut das auch. Und dann lass das alles geschehen und hat diese Urvertrauen
dieses Bewusstsein, das kommt sowieso so, wie ich das vorstelle. Und das ist dein Basis. Auf diese Kraft kannst du dein Leben aufbauen. Kann gar nicht schief gehen, weil du dieses Vertrauen hast. Und genau so kommst du, wie du das vorstellst. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das heißt, deine Kinder, später dein Enkelkinder, aber auch dein Kindheit, das innere Kind. Und die Kinder sind so wundervoll und da kann man so vieles lernen, wie sie spielen. Einfach mal beobachten, wie unbeschwert und fröhlich sind. Und genau das brauchen wir im Leben, unserem Leben schöpferisch gestalten oder mal etwas spielerisch betrachten. Und das schenkt uns Lebensfreude. Das ist Kreativität. Und genau diese Energie fließt hier. Und hier hast du die wieder. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, da war immer wieder Kampf da. Wieder muss sich schon behaupten. Und so hast du das auch erlebt. War nicht immer alles so einfach. Aber die Wiederenergie ist Feuer. Und das ist schon Begeisterung. Und mit dieser Begeisterung und mit diesem Kraft und Mut kannst du dein Leben schöpferisch gestalten. Und dich begeistert auch vieles Neues und du wagst es auch. Sei kreativ. Die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit was zu tun, mit Alltag und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Stier. Die Stier liebt das Gemütliche und Ruhige und du brauchst es in die Arbeit. Wenn dich die Arbeit herausfordert und das ist so hektisch, da leidet deine Gesundheit. Außerdem, über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das ist Kunst, Kreativität, Schönheit. Du liebst es auch, schöne Dinge zu haben und der Arbeitsplatz muss auch schön ausschauen. Stier hat auch mit Geld was zu tun. Also das wäre auch ein Bereich, wo du beruflich zum Beispiel Bank, Geldsystem in diesem Bereich auch arbeiten. Wenn du betrachtest dein Geburtsmoment und das bedeutet, in diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist im Westhorizont nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang die Tierkreiszeichen Zwillinge. Aber in dem Moment, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, hast du was gesehen. Ein Spiegel. Und dieser Spiegel zeigt etwas. Dein Seelenpartner. Und die Kinder haben noch bis etwa dritte Lebensjahr die Erinnerungen. Später nicht mehr. Das ist wie die Sonnenuntergang. Das geht nach unten auf die Unbewussten, weil die untere Teil des Horoskops ist das Unbewusste. Und das obere Teil ist das Bewusste. Und hier hast du die Zwillinge. Und wie findest du deinen Seelenpartner? Beziehungsweise wir Frauen empfangen das. Wie findet er dich? Diese Hintergrundgeräusche, das ist die Bewässerung im Garten. Wahrscheinlich hört man das.
Also hier bei Zwillinge geht es um höheren Bewusstsein. Und dazu erzähle ich die Geschichte von den klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine wunderschöne Königin. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte an Leda und verführte sie. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und die beiden waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben müsste. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben. Ich möchte meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat dann gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat die beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und das erzählt uns etwas, dass wir eine Seele haben. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Und das ist die Teil Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele die Körper und kehrt zum Gott zurück. Und solange bis noch Aufgabe hat auf die Erde, kommt wieder und wählt einen Schicksalsweg, was begrenzt ist. Also einen menschlichen Lebensweg, das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat auch ein Ende, das ist unser Tod. Und das ist die Teil Castor, aber die Verbindung ist da. Und wie können wir diese Verbindung herstellen? Wenn wir nach innen schauen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir unsere Seele auch mal wahrnehmen und unsere Seele kümmern. Und bei dir öffnet sich mit diesem Energie die Tor zum Partnerschaft. Und das ist eine seelische Verbindung. Du findest, besser gesagt, er findet dich und ihr seid Seelenpartner. Aber brauchst auch dieses Bewusstsein, dieses Glauben daran. Der nächste Lebensbereich heißt der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall, mit Erbschaft auch was zu tun. Aber symbolisiert eher das Leben. So verstehe ich das. Hier herrscht Pluto. Und die Pluto-Energie ist die Energie, was das Leben erhalten bleibt. Das Kreislauf, das Leben. Auch wie die Körper sich erneuert, die Zellen erneuern sich, die Tiefschlaf, diese Erholung, auch die Sexualität, das ist die Kraft hier im achten Lebensbereich. Und wir brauchen diese inneren Kraft, auch diese Überzeugungskraft, dass wir uns selbst überzeugt sind. Aber wie bleiben wir in dieser Kraft? Wenn wir da konzentrieren und nichts zulassen, was diese Kraft raubt. Falsche Gewohnheiten oder falsche Gedankenmuster oder Angst oder falsche Leute, wie auch immer. Alles, was Energie raubt, weg damit. Und so bleiben wir in unserer eigenen Kraft. Und das brauchen wir im Leben. Und das ist der Prozess der Transformation. Das ist eigentlich Skorpion-Energie. Das ist die Kundalini-Energie. Und das symbolisiert, dass zwei Schlangen, die eine zieht die Energie nach unten und blockiert. Das sind die negativen Gefühle wie Angst,
Zweifel oder Schuldgefühl. Und wir müssen das verändern, damit hier eine Heilung kommt. Und dann kommt die zweite Schlange, was auch zu dieser Kundalini-Energie gehört. Aber das sind die positiven Gefühle. Und das, was uns befreit und dazu gehört, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe, dann sind wir im göttlichen Energie. Und das ist hier die Wandlung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Und die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und das sind die Gefühle zum Transformieren. Außerdem, die Krebs gibt uns ein Zuhause. Aber unsere Seele braucht auch ein Zuhause, einen inneren Tempel. Und das ist dieser Rückzug um den seelischen Kummer. Und das, was dich stärkt auch. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, große Reisen. Und das ist Ausland, Auslandskontakte, aber auch Spiritualität und eine höhere Bildung gehört auch hier in diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Löwe. Du liebst die Süden, du liebst die Sonne. Aber bedeutet auch Spiritualität. Und das, was vermittelt dir die Löwe, lebt dein Selbst. Deine Selbstdarstellung. Du bist der Mittelpunkt in deinem Leben. Und das Leben ist wie ein Theater und du gestaltest das. Du suchst die Bühne aus, du dekorierst das, du wählst die Kostüme aus, du wählst die Schauspieler aus, du schreibst den Drehbuch, du führst die Regie und du bist die Schauspielerin in dieser Bühne und spielst die Hauptrolle. Leb dein Selbst. Und das ist der spirituelle Weg. Außerdem über die Löwe herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist, ist das Herz das Zentrum unserem Körper. Leb dein Herz. Das ist wie eine Schatztruhe. Und wenn wir diese Schatztruhe öffnen, entdecken wir Schätze, alles, was du liebst. Das ist diese Reise. Natürlich kann ich mir das vorstellen, dass du liebst Reisen, Schütze auch natürlich. Liebst diese Reisen und da findest du dein Selbst. Jetzt sind wir im Krone des Baumes. Und hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen und Respekt. Und hier ist unsere Berufung. Außerdem zeigt, wie erreichen wir unsere Ziele. Und hier hast du die Jungfrau. Jungfrau ist bescheiden, braucht nicht unbedingt den Glanz. Jungfrau braucht das nicht. Aber Jungfrau ist sehr klug und kann viele Dinge im Leben analysieren, klare Entscheidungen treffen, trennen Spreu von Weizen. Und dieses Denken hilft dir, deine wahre Berufung leben. Außerdem, Jungfrau liebt auch die Ordnung und ist auch Heilung hier. Das wäre auch passend, in einem Bereich zum Arbeiten Heilung, obwohl Stier spielt natürlich im Arbeit auch eine Rolle. Die 11. Lebensbereich sind deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften. Hier hast du die Waage. Waage symbolisiert Partnerschaft. Also das entspricht deinen Wünschen, deinen Hoffnungen. Waage vertritt die Gerechtigkeit und das möchtest du auch im Freundeskreis.
vage, möchte sich aber beliebt machen und du neigst dazu, alle recht machen, dich beliebt zu machen. Und wenn das einseitig ist, dann gibt die Waage Schall, dann ist das nicht so gerecht verteilt. Also achte drauf, dass du wirklich schöne Freundschaften hast, pfleg auch diese Freundschaften, aber wenn du einen Nein dazu hast, mit Freunden zum Treffen oder etwas Gefallen tun und innerlich verspürst du diese Nein, weil da hast du eben keine Zeit, dann sag das auch. Die Menschen, die dich lieben, die zeigen auch Verständnis dafür. Im 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und alles, was Geheimnis ist, ist hier. Auch geheime Feinde. Und hier hast du die Skorpion. Und du hast dieses Gefühl dazu, in die Tiefe zu schauen. Hier handelt es sich auch um Gefühle. Und hier im Skorpion ist diese Transformation, diese Wandlung, diese Kundalini-Energie. Die Gefühle transformieren, das sind die Erneuerungsprozesse. Und hier im Geheimnisse schaut man in die Tiefe und erkennt die Ursache. Und wenn ich das jetzt dir zeige, dass hier im wahre Berufung die Jungfrau ist, was Medizin und Heilung betrifft, und hast hier die Fähigkeit, mit diesem Skorpion die Ursache zum Erkennen, in die Tiefe schauen, in Gefühlsebenen und verstehst diese Transformation, diese Energie, diese Kundalini-Energie, das ist eine großartige Begabung. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Sonne fühlt sich sehr wohl im Löwe, weil beherrscht die Löwe. Und es ist für dich so wichtig, diese Reise, die Selbstfindung, dass du zu deinem Selbst stehst, dass du in Ausdruck bringst und dein Herz lebst. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Und du hast die mütterlichen Gefühle. Du liebst auch Kinder. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und das bedeutet, wenn das darum geht, dich durchsetzen, ist nicht einfach, weil du brauchst Harmonie und du möchtest niemand verletzen. Mars fühlt sich im Waage nicht so wohl. Wenn das aber darum geht, dass du dich behaupten möchtest, weil du etwas verschönern möchtest und aktiv bist im Bereich Kunst oder Kreativität, dann unterstützt dich diese Mars-Energie. Weil dann kannst du dich wirklich da behaupten, einiges in Bewegung setzen. Außerdem Mars ist auch der Mann und du liebst auch einen gepflegten Mann. Kultiviert und soll auch schön ausschauen. Ein angenehmer Mensch. Es ist sogar möglich, dass du ihn in Freundeskreis begegnest. Aber entspricht auch deine Wünsche und Hoffnungen. Merkur ist im Löwe und das zeigt dein Wissen, eine höhere Bildung. Aber weil das hier auch um Ausland handelt und bei Merkur-Energie um die Sprache, dann hast du die Begabung für Fremdsprachen. Jupiter ist auch im Löwe.
und zeigt Glück. Du hast Glück im Ausland. Du hast Glück mit Kontakten zum Ausland. Außerdem zeigt hier ein großes Wissen. Das ist höhere Bildung. Und Merkur ist das praktische Wissen und Jupiter ist die Weisheit. Venus befindet sich in Zwillinge. Venus ist der Liebesplanet, gerade im Bereich Liebe, Partnerschaft, und zeigt auch dich als Frau. Und wieder das Wissen, die Intelligenz. Du bist sehr, sehr klug und intelligent. Und so bist du auch wahrgenommen als Frau. Und dieser Zwillings-Venus zeigt auch, du siehst jünger aus, als du bist. Und wird das so bleiben, auch in späteren Jahren. Und du brauchst eine gewisse Leichtigkeit, das Spielerische in die Liebe, Partnerschaft. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau und das erschwert dir in früheren Jahren, schränkt dich ein, dass du in früheren Jahren in deiner ersten Lebenshälfte zu wenig Anerkennung bekommst. Das ist die Einschränkung von Saturn. Aber Saturn herrscht im 10. Lebensbereich. Und hier hast du Lernaufgabe. Und was ist hier deine Lernaufgabe? Ich würde das nicht einmal auf den beruflichen deuten, sondern die 10. Lebensbereich zeigt die Ziele, die hohen Ziele und Ideale, wie man das erreicht. Und genau das, was Saturn dich belehrt, gib das nicht auf. Du brauchst klare Ziele und sei geduldig. Zeig diese Ausdauer, diese Kraft, dass du das nicht aufgibst. Und so bringst das in Ordnung, weil Jungfrau bringt das in Ordnung. Außerdem ist die Jungfrau Erdeelement und das heißt Realität. Das hat Hand und Fuß und so erreichst du deine Ziele, deine Vorstellungen. Uranus ist im Waage. Uranus sorgt für Veränderungen. Ändere deine Einstellung bezüglich auf deine Wünsche. Fang an daran zum Glauben. Und was dir die Basis gibt, das ist die Fische. Du brauchst diese Vorstellungskraft und dann geschehen lassen. Einfach loslassen. Das kommt alles von alleine. Und Uranus hilft dir dabei, dass du die Einstellung dazu änderst. Außerdem, Uranus sorgt dafür, dass du außergewöhnliche Art und Weise Freundschaften findest oder der Mann findet dich. Immerhin, Mars ist auch da, also der Partner. Und ungewöhnliche, außergewöhnliche Menschen. Und du liebst es auch, diese außergewöhnliche. Neptun befindet sich in Skorpion. Und hier hast du karmische Themen mit dieser Neptun-Energie. Und das, was hier sich wandelt, und Neptun symbolisiert die Träume, die Visionen. Das ist der Planet dafür. Außerdem auch der Planet der Künstler, weil Neptun, mit Neptun-Energie kommt die Intuition und dieses inspirierende Kraft. Und hier, weil hier gibt es auch karmische Themen, hier bei 12. Lebensbereich, ich kann das so beschreiben.
Neptun kann man nicht greifen, geht nicht. Neptun zeigt unsere Fantasie, unsere Träume, unsere Visionen. Das ist einfach die Vorstellungskraft. Und das ist diese inspirierende Kraft. Und wenn wir daran glauben, dann leben wir einen Traum. Und erleben wir, dass unserem Traum, unseren Träume Realität wird. Ein Traum kann wahr werden. Aber wenn du das aufgibst, dann ist das unerfüllt. Und unerfüllte Wünsche führen dazu, dass man frustriert ist. Fühlt man sich enttäuscht. Und wenn man das so betrachtet, kann Neptun schon solche Enttäuschungen führen. Oder stell dir vor, begegnest du mit Menschen und sie erzählen und erzählen und klingt das so traumhaft schön und vielleicht stimmt das gar nicht. Und dann hast du mit Betrüger was zu tun. Und diese Betrügerische kann man auch zu Neptun zuordnen. Aber nicht, weil Neptun uns betrügt, sondern diese Energie wird missbraucht. Und weil hier karmische Themen hast, und das verbesserst du diesmal, können bei dir solche Erinnerungen da sein, dass du misstrauisch bist. Dass du denkst, oh, wer betrügt mich gerade? Oder gerade in die liebe Partnerschaft, misstrauisch andere gegenüber. Könnte vielleicht sein, dass er mich betrügt, entsteht vielleicht sogar Eifersucht. Und hier brauchst du die Transformation. Und was hilft dabei? Die Basis, die Fundament geschehen lassen in Vertrauen. Das, was dir Halt gibt in dein Leben, im Vertrauen bleiben. Trotzdem, weil hier auch geheime Feinde auch ist, ist ein Signal, dass du das schon überprüfen sollst. Wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen? Pluto zeigt die innere Kraft. Und Pluto hat ein Prinzip. Und dieser Prinzip heißt alles oder nichts. Entweder oder. Und das trifft deine Berufung. Du brauchst auch diese Einstellung, ein Vorstellung davon haben, was ist deine Berufung und sagen, alles oder nichts. Ich setze das jetzt alles auf eins und ich bin sicher, ich erreiche das auch. Und dann konzentrierst du in die Richtung und nichts anderes. Aber hier geht es nicht nur um die Berufung, sondern auch deine Ziele. Jetzt kommt noch Rahu und Ketu und die beiden bilden eine Drache. Und keine Angst vor dieser Drache, weil in Mythologie, in allen Kulturen kommt diese Drachenfigur vor, überall. Es gibt auch Sternbild, wo Drachen heißt. Und dieser Drache symbolisiert erstmal unsere Ängste. Und ein Drachentöter zeigt uns, wie wichtig das ist, unsere Ängste loslassen. Und astrologisch in dieser Seelenreise begegnen wir auch mit diesem Drachen. Und ein Teil kennen wir schon. Wir haben einen Teil von dieser Drache. Und das ist die Drachenkörper. Und das heißt Ketu. Und Ketu ist die Vergangenheit. Und das hast du im Steinbock. Das zeigt alten karmischen Themen, Erinnerungen. Und hier handelt es sich um deine Werte oder etwas in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Es ist nicht nur das Geld, sondern die Liebe in Besitz nehmen, weil das für dich wertvoll ist. Oder deine Berufung, weil
das ist für dich. Die wahren Schätze in dein Leben, das sollst du in Besitz nehmen. Und dieser Drache hat auch einen Kopf. Und es wurde getrennt. Und unsere Seele sucht in diesem karmischen Weg, in diesem Seelenreise, sucht den Kopf. Kennt aber nicht. Ist auf die Suche. Wo ist das überhaupt? Und im Horoskop wird das gezeigt, wo das ist. Und das ist im Krebs. Rahu ist im Krebs. Und das bedeutet, deine Seele sucht ein Zuhause. Und es ist nicht nur deine Wohnsituation, sondern deinen inneren Tempel. Und du sollst diesen inneren Tempel immer wieder besuchen. Dazu eignet sich immer ein Neumond. Nach innen schauen, nachdenklich zu sein, meditieren. Meditation brauchst du. Und diesen inneren Tempel gestalten nach deiner Fantasie. Das kann ein Wohnzimmer sein, das kann eine Blumenwiese sein, das kann eine Burg sein, wo du das Gefühl bekommst, hier finde ich die Ruhe. Und da zurückziehen, weil das gibt dir die Kraft. Und diese Kraft sucht deine Seele, weil genau das, was fehlt. Die Drachenkörper hast du schon, die Drache braucht diesen Kopf. Und dann ist das ganz. Dann schließt sich der Kreis. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Aber bevor ich die Mondhäuser erwähne, beschreibe ich die vier Grundelemente. Feuerelement ist die Begeisterung. Setzt etwas in Bewegung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erde-Element sorgt für Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, Realität, ein fester Boden unter unseren Füßen, steht auch zu Materie. Luft-Element gibt uns die Leichtigkeit, Ideen, die Ideenreichtum, hat auch mit Kommunikation was zu tun. Und Wasser-Element sind unseren Gefühlen, das Unbewusste. Wenn ich die Horoskop jetzt, deine Persönlichkeit beschreibe nach Elementen, dann darf ich das nur bis Saturn betrachten, weil Saturn grenzt ab, das sind die persönlichen Planeten. Also Uranus, Neptun, Pluto lassen wir weg. Wenn ich so unterteile, dann hast du den Feuerelement, dein Aszendent, dann hast du Sonne, Mond, Merkur und Jupiter. Du bist sehr feuerbetont. Die kann man von vielen Dingen auch begeistern. Im Erdeelement hast du nur Saturn. Wie gesagt, Uranus, Neptun, Pluto lassen wir jetzt weg. Hast nur Saturn, was dich unterstützt bei Erdeelement, das sind deine karmischen Erinnerungen, das hilft dir. Hier hast du karmische Themen, weil Saturn ist der Hüter der Karma. Ich könnte das auch so vorstellen, dass was du geträumt hast, wovon du geträumt hast im früheren Leben, hast du nicht in Tat umgesetzt. Oder ist da etwas verloren gegangen? Entweder Geld oder Verlust von deiner Arbeit oder die Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Und diesmal in diesem Leben, natürlich sind da Urängste auch, du hast da Verlustangst. Luftelement hast du Mars und Venus, beide hat mit Liebe was zu tun, das ist die Liebespaar und du brauchst da
natürlich auch Freiraum, Leichtigkeit. Und es fehlt die Wasserelement. Bist nicht die Einzige, wo ein Element im Horoskop fehlt. Es sind viele, viele Horoskopen, wo ein, sogar zwei Element fehlt komplett. Ist nicht schlimm. Das zeigen andere, das spiegelt das auch in dein Leben. Aber wenn du damit bewusster umgehst, dann findest du den Weg zum Wasserelement. Und das ist die Fische, wo dir die Basis gibt, deine Träume, deine Visionen, das zu vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Dann die transformierende Energie hier, den Krebs. Und die Geheimnisse des Skorpion, diese Kundalini-Energie. Und Neptun zeigt hier, dann lebst du auch deine Träume. Und jetzt die Mondhäuser. Lagna oder Aszendent ist im Schütze. Dieses Mondhaus heißt Purvashada. Und dieses Mondhaus vermittelt dir persönlich etwas. Leb dein Selbst. Und die Zentrum deines Lebens sind deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Sonne befindet sich im Löwe. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer der königlichen Sterne und der Stern der Könige und Herrscher. Regulus ist das Herz der Löwen. Achte auf dein Herz, betrachte das wie eine Schatztruhe. Öffne diese Schatztruhe. In unserem Herzen ist alles beschrieben, was wir lieben. Unsere Berufung, unserem Hobby, bei dir hier im Löwe im 9. Lebensbereich, die Spiritualität, religiösen Themen, Reisen, Ausland. Bist du im Einklang? Das sagt dir dein Herz, aber auch anderen Herzensangelegenheiten, wie Liebe, Partnerschaft oder Kreativität oder Sport, Bewegung, alles, was du liebst. Mond im Widder befindet sich im Mondhaus Ashwini und das heißt entweder du brauchst Heilung, in deinen Gefühlen, in deinem seelischen Bereich. Und das liegt in deiner Kindheit. Das sind Kindheitserinnerungen. Oder kann auch bedeuten, dass du diese Heilenergie hast und anderen heilen kannst. Ich würde sagen, du hast das beides. Mars befindet sich im Waage. Und dieser Mondhaus heißt Swati. Das kommt von Sanskrit und bedeutet zwar selbst und Ati bedeutet Seele. Leb dein Selbst, entdecke deine Seele und kümmere um deine Seele, weil das gehört zu dir. Wir sind mit unserer Seele schon in Verbindung. Entweder sind wir damit bewusst oder sind wir damit nicht bewusst. Und dieses Mondhaus wird von Kreuz des Südens bestrahlt. Das ist ein Sternbild, was im Südhalbkugel sichtbar ist und befindet sich die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung, außerdem steht zum religiösen und spirituellen Themen. In indischer Astrologie heißt das, es ist wie zwei Schwert, die sich kreuzt und die Schwert symbolisiert die Angstbefreiung. Merkur befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und heißt, beschreibt, es war etwas da von früher, entweder von früheren Leben oder von deiner Kindheit. Das muss noch reifen lassen und dann kommt die Vollendung. Und das sind Merkur-Themen und das zeigt deine Kindheit, deine Jugend und da muss das reifen. Und dann die Vollendung, aber zeigt auch dein Wissen. Jupiter befindet sich im selben Mondhaus. Und Jupiter hat auch mit Wissen was zu tun. Das ist die Weisheit.
einen höheren Wissen. Venus befindet sich in Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel und glänzt wie ein Diamant. Und so bist du als Frau. Du neigst dazu, die Zwillingsenergie zu betonen, immer so spielerisch betrachten und auch intelligent erscheinen, immer gesprächlich sein, Interesse zeigen auf dem anderen, das betonen. Und dieser Mondhaus sagt, es ist so weit, so gut. Das ist alles in Ordnung. Aber zeig dich als Frau in deinem Glanz, auch dein Aussehen oder deine erotische Ausstrahlung oder dich als Frau. Weil du bist das, du bist dieser Glanz. Und ich würde sogar sagen und behaupten, die Männer sehen dich so, nur dir das gar nicht bewusst ist, weil sie das nicht sagen. Saturn befindet sich im Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Uttara Phalguna und heißt, es ist Zeit zum Ernten. Saturn hütet den Karma. Das heißt, was du in diesem Leben erreichst, ob beruflich oder deine Ziele, das hast du schon gesät. Und jetzt kommt die Ernte und du hast ein gutes Karma, das werde ich noch sagen. Uranus befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Vishaka und das ist ein Feuergöttin. Und diese Feuergöttin ist die Tempelfeuer. Und wir haben auch einen inneren Tempel und das ist unserem inneren Feuer, was uns begeistert. Und Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Und das ist nicht zerstörerisch, das ist keine zerstörerische Energie. Es ist reinigende Energie, weil das wir nicht brauchen, weil das hindert, das uns stört. Neptun ist rückläufig im Horoskop, da hast du karmische Themen. Auch in diesem Platz, 12. Lebensbereich, hat auch mit Karma was zu tun. Und hier hast du karmische Erinnerungen. Und dieser Neptun befindet sich in Skorpion, im Mondhaus Ishtar. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der indischen Mythologie. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, unschuldig. Sie symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann, ja nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten, zwar alle ihren Geschwister. Und der Mond heiratete alle Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Die Liebling ist natürlich Rohini. Aber die älteste von diesen Frauen ist Ishtar. Und da hast du Neptun. Ishtar symbolisiert aber nicht eine alte Frau, überhaupt nicht. Das ist eine Weise und bekommt Respekt von allen. Sie wird respektiert und genau das brauchst du. Und dann kommt die Heilung und lebst deine Träume, weil das sind Enttäuschungen da von Vergangenheit. Pluto befindet sich in Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Chitra und das ist der Balancepunkt. Du brauchst den inneren Gleichgewicht, damit du deine Ziele erreichst. Und das ist deine innere Kraft und wird von Spica bestrahlt. Und Spica bedeutet die Weizenehre der Jungfrau. Das heißt Ernte. Das trägt Früchte. Rahu, dieser Drachenkopf im Tierkreiszeichen Krebs, befindet sich
im Mondhaus Ashlesha. Ashlesha ist zwei Schlangen. Die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie. Und das ist hier die Wandlung. Und bei Krebs handelt es sich hier um Gefühle. Die Wandlung, die Gefühle. Und das kannst du so vorstellen. Und das zeigt diese Kundalini-Energie. Und das ist diese Mondhaus Ashlesha. Es gibt zwei Systeme. Grundverschiedenen Systemen. Die eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Man darf das gar nicht vermischen. Das ist eine klare Linie, ein Trennwand. Die eine System gehören die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit und Liebe. Das ist göttlich, hat eine göttliche Quelle, das ist schöpferisch. Die andere System hat damit gar nichts zu tun. Die anderen Systeme sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Neid, Eifersucht und Hass. Das sind die negativen Gefühle. Die alles Schlimmste ist die Neid und die Hass. Und das kommt nicht von Gott und ist zerstörerisch. Das sind negativen Gefühle. Dazu gehört aber auch die Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Es ist zwar nicht zerstörerisch, das möchte ich nicht behaupten, aber es blockiert. Und in dem Moment, wenn wir die Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Die trojanische Pferd kommt rein. Weil es gibt auch das Böse. Und wenn wir Angst zeigen, dann sind wir ausgeliefert. Also hier kommt eine Transformation. Raus aus den negativen Gefühlen und übergehen auf die positiven Gefühle. Und jetzt kommt die große Frage, wie mache ich das? Entweder mit Humor und sagen, wenn du Angst verspürst, Guten Morgen, liebe Angst. Oh, wie schön, dass du wieder da bist. Aber weißt du was? Ich kann ohne dich auch leben. Und tschüss. Und die Angst wird immer weniger. Warum? Weil ist die Tür immer zu. Kommt gar nicht rein. Und dann umdenken. Weil das Gefühl ist doch da, aber umdenken. An etwas denken, was uns begeistert, das uns zum Lachen bringt oder bringt Lebensfreude. Oder bewundern wir die Natur oder sprechen wir mit Gott, dann sind wir schon in positiven Gefühlen und die Angst verschwindet und das schützt uns auch. Und das ist die beiden Schlangen. Und das erzählt doch die Geschichte auch von Asklepios. Asklepios ist der himmlische Arzt, der Sohn von Sonnengott Apollo. Und er musste ein Kind heilen. Dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und kamen zwei Schlangen. Asklepios ist ein Sternbild im Himmel. Man nennt auch der Schlangenträger. Und die eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere Schlange trägte den Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen, wie heilt er dieses Kind? Zum Glück hat die Heilkräuter diese Schlange gewählt und das Kind wurde geheilt. Und das zeigt auch, es ist nicht nur unserem eigenen Ängsten, sondern es gibt die Schlangenenergie mit Gift. Und das sind die Lügen. Und es kommt immer honigsüß. Und wenn wir auf diesem honigsüßen Wort reinfallen, dann sind wir wie ein Kind, weil wir dann alles glauben, was uns andere erzählen.
Und dann brauchen wir auch die Heilung. Und das ist die Energiefeld, die Kundalini-Energie. Und genau das erzählt dir dieses Mondhaus. Ashlesha. Und da ist Rahu drin. Rahu, der karmische Weg, was deine Seele sagt. Schau mal genau hin, das fehlt dir. Du warst im früheren Leben nicht vorsichtig genug. Achte drauf. Ketu, die alte Karma, hier im Steinbock, befindet sich im Mondhaus Tanishta. Und das bedeutet, benenne das, was du willst. Du musst das definieren, deine Ziele. Und da hast du auch die karmischen Themen. Das verbindet dich mit der Vergangenheit. Und jetzt noch die Verbindungen. Jupiter bestrahlt dein Aszenden wundervoll. Sei mit deinen Größe bewusst, sei optimistisch. Jupiter-Energie, schütze auch. Ketu bestrahlt wunderbar dein Aszenden. Du hast ein gutes Karma. Aber Rahu, der Drachenkopf, steht zu deinem Aszenden, was deine Persönlichkeit betrifft, in eine Verbindung. Und das nennt man Quinkungsaspekt. Und das kannst du so vorstellen, ich kann das nur so beschreiben. Stell dir mal vor dir ist ein Pendel. Und jemand fragt dich, in welche Richtung schlägt dieser Pendel aus? Was würdest du sagen? Du würdest sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und so fühlt sich das an, wenn jemand sagen würde, wo ist denn karmische Lernaufgabe? Dann würde ich sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen ist die Horoskop da, das zum Erkennen, beleuchten. Und dann erkennst du das. Und natürlich, wenn du nicht weißt und sagst, ich weiß es nicht, dann entsteht Unsicherheit. Raus aus dieser Unsicherheit und dann klare Ziele setzen. Sonne und Merkur steht in einer Konjunktion und sie wirken gemeinsam. Und das bedeutet, du liebst die Wahrheit. Merkur ist der Kommunikation und Sonne beleuchtet das und Sonne vertritt die Wahrheit. Und deine Worte sind wirklich wahr. Und wenn andere lügen, das ist etwas, was du nicht ertragen kannst. Venus steht mit Neptun in Verbindung. Beide hat mit Kunst und Kreativität was zu tun. Aber bei Venus-Energie natürlich auch Liebe, Partnerschaft und bei Neptun so alten Verletzungen spielen hier eine Rolle. Und hier hast du wieder eine Quinkungsverbindung zwischen Venus und Neptun. Und das, was ich erklärt habe, stell dir vor, da ist ein Pendel und jemand fragt, in welche Richtung wird das ausschlagen. Und du sagst, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht bewegt sich gar nichts. Und dieses Gefühl hast du bezüglich deiner Kreativität, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, habe ich überhaupt diese Begabung? Oder in der Liebe Partnerschaft, kann ich auf ihn vertrauen, ist er wirklich treu, ich weiß das nicht, ich war so oft betrogen, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Unsicherheit entsteht dadurch. Und jetzt betrachten wir dieses Bild, das hat mit tibetische Astrologie was zu tun. Und das bedeutet für dich, wenn du deine Chancen wahrnimmst im Leben und traust du das zu, dann ergibt sich ein Wachstum und verspürst die Sicherheit und Stabilität. Wenn du aber das nicht glaubst daran, oder schläfst diese Möglichkeiten ein, dann stoßt du in deinen eigenen Grenzen. Dann betrachte diese Farbpracht in die Mitte.
Das da werden Symbolen, dieser weiße Kleid und auch das Gesicht, diese weiße Farbe symbolisiert die Metallelemente. Und das heißt, eine gewisse kühle Haltung, aber die Reinheit. Und du brauchst etwas, immer wieder mal klären in dein Leben. Und dieser Baumzweig, das wo du sitzt, weil das gibt dir die Halt. Und das ist die Wachstum und die Erde-Elemente, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und ein bisschen Rot dazu, das ist doch dann deine Begeisterung und deine Kraft. Du liebst Unabhängigkeit, brauchst aber Sicherheit und Stabilität. Du bist sehr herzlich und hilfst immer anderen. Du kannst gut handeln und verkaufen. Du könntest auch dein eigenes Geschäft führen. Du machst auch gute Gewinne. In der zweiten Lebenshälfte hast du großes Glück in die Liebe. Nach tibetischer Astrologie stehst du im Mars-Energie, im Mars-Einfluss. Das gibt dir Kraft, Mut, dich zum Durchsetzen, dich behaupten, einiges in Bewegung setzen. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung, aber bevor ich noch die Zahlen sage, es trägt etwas Früchte, dieser Baum hat auch Früchte. Und die Zahlen bedeuten für dich, die Glückszahl ist hier die Zahl 8 und das bedeutet aufhören mit dieser Unsicherheit, Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, sondern vertrauen das Fluss des Lebens und dann klärt sich das alles auf, dann ist dann schön wie die Wellen, so schön geschmeidig und das klärt sich in dein Leben. Und das, was dir auch Glück bringt. Die Hauptthema ist hier die Zahl 2 und das bedeutet Zweisamkeit, Partnerschaft und steht auch zum Luftelement, so wie hier Waage das auch zeigt und das entspricht deinen Wünschen und Hoffnungen. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 5 im Holzelement und das bedeutet, wenn du etwas vorhast, vor du handelst, bring etwas zu Ende, erreiche deine Ziele, dann ist es beendet und dann kannst du was Neues anfangen. Dann such die Kontakte, die Verbindungen, überprüfe die Einflüsse von außen oder die Einflüsse von innen, die Gefühle wie zum Beispiel Angst. Und dann beginnt ein langsames Wachstum. Aber sei geduldig, weil du erreichst deine Ziele. Liebe Hanilia, so könnte ich dein Horoskop deuten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.